Liebe Leute, hier ist euer Ragnar. Herzlich willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit dem Mamelukenreich, wollte ich schon sagen. Nein, wir sind seit einigen Folgen Arabien. So, wir sind im Krieg gegen eigentlich Pegu. Pegu ist uns aber erstmal scheißegal. Wir stürzen uns gerade auf Jaunpur, um die mal schnell rauszunehmen. Kostet 886. Ne, ich glaube, ich warte jetzt, bis ich hier gefördert habe. So, wir marschieren jetzt einfach nur mal rein. Jaunpur, möchtest du vielleicht sogar schon rausnehmen? Willst du nicht? Na, sag mal. Alter, was geht? Doch, willst du. Kannst du einfach rausgehen, ist mir tatsächlich total egal. Du bist mir einfach nur scheißegal, Jaunpur. Ja. Wir haben hier noch was stehen, wir haben da noch was stehen, okay. Unsere Truppen fahren wir dann mal da, da und dahin. Hier können wir eine Festung übrigens. Sechserfestung, Zweierfestung. Wir brauchen eine von den beiden Sechserfestungen nicht. Was, die Zweierfestung hier brauchen wir eigentlich auch nicht. So. Und wir spielen weiter mit diesen zwei Stacks hier. So. Pegu wird einfach komplett einvernehmt, einvernehmt. Aufgefressen. Fertig. So, Portugal könnten wir auch schon wieder ziehen. Sehr gut. Finde ich hervorragend. Flotte stellen wir mal ganz kurz da rein. Gehen hier unten auf 100% Belagerung. Auch etwas, was ich... hier südliche Sind und Transoxanien, hä? Südliche Sind. Eindeutig auffressen. Und Transoxanien ist eigentlich doch hier. Nom 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 nom. Das war gerade eben viel Entwicklung, was wir gefressen haben. Das war gerade richtig viel Entwicklung. Okay, Geld passt auch wieder. Sehr schön. Läuft ja. Spanien ist kein Rivale mehr für uns. Ich wollte gerade sagen, warum? Aber wir sind auch die einzigen, die noch nicht gefördert haben. Aber eigentlich trotzdem. Die haben gerade mal 1000 Entwicklungen weniger als wir. Also Spanien ist halt trotzdem gestört gut. Das darf man nicht vergessen. Ja, und dann haben wir auch schon die Grenze zu Ayutthaya. Bangkok wird bald in unserer Hand sein. Dann haben wir Ellas Sekundärquest auch erledigt. Lieber verlieren wir Prestige als Armeetradition. Lotharingien. Auch interessant hier. Schaut mal, die haben sich hier voll ver... Krass, hä? Krass! Habe ich noch nie gesehen. Ja, 2187 Entwicklung. Wow! Mal direkt Burgund Frankreich geschlagen. 258.000 Truppen. Noch nie gesehen. Lotharingen oder irgendwie sowas. Also man kennt halt das normale Lothringen, ist Lotharingien. Lothringen kennt man ja, aber das ist total unbekannt. Jetzt fallt mal hier zwei Belagerungen hier. Mal ganz kurz mein Fenster zu machen. So. 22 Grad aber eigentlich. So, Sanduin gewonnen. Die andere Festung hier jetzt noch. Komm, ja, sehr schön. Und dann hauen wir uns die ganzen Gebiete hier alle rein. So. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Alles lecker schmackofatz. Okay, ein Gebiet können wir noch nicht einvernehmen. Aber es passt schon. Koalition.
Patani, Kedah und Pasai können gegen Großbritannien eintreten. Na gut, das ist mir zu wenig. Das braucht man nicht wirklich. Handelszentrum ausbauen, bauen wir immer aus. Okay, ansonsten würde ich gerne noch ein paar Moscheen bauen. So. Müssen schon wieder ein bisschen Produktion entwickeln hier. Ja, haben wir auch gemacht. So, dann wieder kurz ein klitzebisschen warten. Und dann hätten wir hier schon Ayutthaya. Weil ich auf der anderen Seite sagen muss, warum. Okay, hier haben wir ein paar Sachen verloren. Warum jetzt großartig warten? Wir ziehen. Achso, ich habe ja den Übergang nicht. Wir ziehen mal hier kurz unsere Truppen zusammen. Da schlagen wir den Aufstand nieder. Die Truppen fahren wir einfach mal kurz hier rüber. Kein Problem. Kein Problem. Innovation. Verlieren wir 5000 Dukaten. Verlieren wir lieber 5 Prestige. Ist mir gerade lieber. Das ist ein bisschen viel. Also Vishanagar als Verbündeter hat uns irgendwie noch gar nichts gebracht. Außer vielleicht als Abschreckung wegen Koalition. Effizienzbelagerung 10%. Nehmen wir. So, einmal darüber bitte. Einmal darüber bitte. Dann einmal hier rüber bitte. ...796, sind wir doch zu teuer. 11.000 Dukaten kostet uns das Fördern. Ist ein bisschen was, hä? Ah, hier oben haben wir noch 2 Stacks. Okay. Dann nehmen wir mal die 2 Stacks hier und die bringen wir mal da und... Na, weißt du was? Dich und dich. Euch bringen wir mal hier rüber. Okay. Und dich fahren wir hier nochmal hin. Was haben wir denn jetzt eigentlich für eine Gefechtsbreite? Fällt mir gerade ein. 38. 38. Wir könnten also locker hier mal auf 20 eigentlich gehen. Müssten wir alle unsere Einheiten mal durchgehen. Wie viel können wir denn noch bauen? Über 100 Truppen. Dann könnten wir die Kanonen halt auch auf 20. Ah, die lassen wir erstmal auf 18. Wir gehen mal hier kurz eins rauf. Dann machen wir hier überall. Gehen wir auf die 20. Und wie gesagt, auf 20 Kanonen könnte man eigentlich auch gehen. Hier unten waren einfach noch Söldner. Okay. Okay, nächste Flotte ist auch gelandet. 20. Was haben wir? Disziplin. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ja, Kangra und Kaschmir. Kümmert sich wahrscheinlich Indien gleich selber drum. Ja. Legalismus.
Also ich bin gerade am überlegen, ob wir jetzt ausnahmsweise vielleicht doch mal Titel verkaufen. Das sind halt auch nur 1000, ja. Von 11.000. Oder machen wir es über Darlehen als Fördern. Machen wir es übers Darlehen. 11.400 brauchen wir. Also noch 2 Monate warten. Ja. So, so. Okay, wo ist noch was? Und da drüben. So. Okay, das ist einfach so direkt gefallen. So, jetzt kann man hier fördern. Zack. Und jetzt kostet es uns 556. Gehen wir rein. Oh, schau, und hier müssen wir auch noch rein. So. Kosovo hat sich zu Kohle geändert. Okay, Truppen stehen bereit, sind noch überall 41.000, schaut gut aus, Krieg erklären, hat überhaupt keinen Verbündeten plötzlich mehr, wir nehmen wieder Imperialismus, bestätigen, du gehst dahin, warte mal, Anführer. Du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin, du gehst dahin. Du gehst mal da rein und danach fährst du mal darüber. Haben wir mal 50.000 Mann. Interessiert nur nicht. Ja. Du gehst mal hier runter. Kannst du nicht. Wo ist die Festung, die mir den Weg versperrt? Hier. Gut. Gut, gut, dann fährst du hier. Wo auch die Schiffe sind. So, chillen wir mal unser Life ein bisschen. Was haben wir hier? Wir müssen Militär entwickeln. Ein bisschen Militär entwickeln. Kohle und Eisen, Provinzen mit Kohle und Eisen lösen jetzt eher Industrialisierungsereignisse aus. Kosovo erhält 2 Grundproduktionen. Ja, geil. Oh, geil, würde ich sagen. So, jetzt warten wir halt einmal ein bisschen hier. 50.000 Mann weg. Ah, passt schon. Passt schon. Janpur, Chakatai, Vishinagar mögen mich alle nicht. Dafür hätten wir Innovation oder wir könnten uns auch 10 Prestige wiederholen. Prestige ist jetzt nicht ganz so hoch. Innovation dagegen ist ja, so auf fast 100. Geil. Gefällt mir. Eigentlich wollte ich gerade das Prestige holen. Kohle, Eisen, Kupfer. Gut. Kosovo. Perfekte Provinz. Schauen wir uns mal ganz kurz an. Hey. Kosovo. Da, wo das Gold ursprünglich drin war. Hier ist ja nur Kohle, hä? Daneben Kupfer. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was er da immer sagt mit Eisen und. Oder heißt es nur, dass Provinzen mit Kohle, Eisen und Kupfer kriegen jetzt halt mehr Events. Wahrscheinlich ist es eher das. Oh, ich habe da oben nochmal 40.000 Mann stehen, sehe ich gerade. Marschieren wir mal dahinter. Richtung Ayutthaya. So, die ersten Festungen sind gefallen. Da wird Bangkok. Was haben wir eigentlich als Kriegs. Achso, Eroberung der Hauptstadt. Ich kann sagen. Militärzugang aus Shun. Die ziehen gegen England. Ist okay. Was ist denn da für ein Krieg? Verteidigung wahrscheinlich, oder? Verteidiger, ja. Verteidiger. England geht in Shun rein. Bangkok wurde besetzt.
Bangkok wurde besetzt. Hier ist auch noch eine Festung anscheinend. Eieieiei. Gehen wir mal hier rüber und helfen denen mal. Portugal, Großbritannien. Achso, Keda ist das, okay. So, was können wir denn jetzt hier machen? Freiheitsstreben, Untertanentwicklung. -33%. Verfügbare Artilleriestufen. Gewaltmarsch, Seeangriff, Reichweite Kernprovinzen, Artillerie, Schadenartillerie in der hinteren Reihe. Untertanen gleicher Kontinent. So, wie schaut es denn jetzt aus? Ja, als erstes mal werden wir die Untertanentwicklung nehmen. Das ist nämlich das Problem, was wir mit Adal haben. Tja. Und da ist nämlich die Entwicklung weg. Oder zumindest wesentlich besser. Wesentlich besser. Ja, ich würde sagen, wir sind durch mit dem Krieg hier. Marschier mal hier hinter. Damit noch die 50.000 Mann. So. Flotte halt auch vernichtet. 4 Schiffe haben erobert. Sukhothai erobert. Wir gucken mal ganz kurz hier, ob wir nicht die 50.000 hier irgendwie erwischen. Wo sind sie denn? Hä? Willst du mich verarschen? Na gut, wir sind bei 84% Kriegsstand. Wir lassen unsere Truppen jetzt alle schon mal hier nach Spanien marschieren. Warten noch, bis hier die letzte Festung fällt. Und machen uns bereit für den Krieg gegen Portugal. So langsam, so langsam. Regierungsform, Prestige, Adminmacht. Ja, wollen wir wegen 100 militärische Macht brauchen wir nicht. Wir nehmen wegen Prestige. Wegen dem Prestige. So. Krieg vorbei. Was nehmen wir uns jetzt, ist die Frage. Also auf jeden Fall Bangkok ist klar, oder? Und dann würde ich ja hier gerne den ganzen Südzipfel nehmen. Dann haben wir nämlich die Urlaubsgebiete. Hier, Koh Samui ist entweder das oder liegt hier irgendwo. Das müsste Krabi sein, hier Krabi und weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das andere fette Urlaubsgebiet, wo immer jeder hinfährt. Gibt's ja gar nicht, dass mir das jetzt nicht einfällt. War ich aber auch noch nicht. So, das sind 44%. So, irgendwie. Können wir alles nehmen? Nee. Nee. Können wir nicht. 131. Was sind das? Ayutthaya ist das Gebiet hier. Gut. Ich würde sagen, wir machen es einfach so. Das unten einfach, weil ich Bock habe. Das hier, weil es die Entwicklung bringt. Zack. Fertig. Fertig. Ein Darlehen kann man zurückzahlen. Du bleibst nochmal hier stehen. So, und ich möchte nur sagen, Auftrag ausgeführt, Ella. Auftrag ausgeführt. Jetzt haben wir nur leider zu wenig Admin-Macht. Scheiße. Wir legen mal einen Fokus auf Admin-Macht. Wir legen mal einen Fokus hier oben hin.
Jetzt haben wir uns echt viel Überdehnung geschnappt. Aber das ist jetzt gar nicht mal so das Problem. Das löst sich mit der Zeit. Wir haben nur eher das Problem, dass wir keine Admin-Macht auch haben, um zu Steuern haben global minus 20%. Ist hart. Aber besser als Stabi. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Achso, dass wir hier nicht entwickeln können. Administrie für Tech, müssten wir mal rein. Da müssten wir mal rein. Ich hätte gern Durchmarschrecht, kannst du haben. Okay, hier alles Großbritannien. Minus 10 Admin. Also das lässt sich schon alles lösen. Das ist jetzt nicht das Problem. Schauen wir mal. Pego und Talab. 41.000 haben wir hier. Okay, General ist drinnen. Rein da. Halab da hinten. Da gehst du einfach mal rein. Ja, wir haben jetzt natürlich wahnsinnig hohe Unruhen. Oh, schaut mal. Grundsteuer. Nächstes Darlehen müssen wir machen. Geschenkte Grundsteuer ist natürlich super. So, das war der Aufstand hier hinten. Ja, das wird jetzt noch ein bisschen so weitergehen mit den Aufständen. Das können wir jetzt nicht verhindern. Aber ist auch okay. Ich habe gerade gesehen, wir können schon wieder Militär, hä? Wir können weitere Kultur akzeptieren. Schauen wir mal, ob uns das irgendwas bringt. Nee. Nicht wirklich. Aber wir haben eh schon 8 von 8. Na dann. Schaut mal die Entwicklung auch an, was wir hier alles bekommen haben. 28, 31, 23, 23, 39. Ist also schon heftig, was wir hier erobert haben. 63.000. Wir probieren es mal und gehen einfach mal kurz rein. sind natürlich schon eine Menge. Das ist aber nicht der General jetzt hier, oder? Nee. Aber locker. Liegt halt auch daran, dass wir jetzt der Verteidiger waren. Das macht Indien hoffentlich selber. Okay, wie viel Überdehnung haben wir denn? 127%, naja. Virtu. Alles mit der Zeit. So, rein da. Nächster Aufstand. Niedergeschlagen. Und dann schauen wir mal, wo unsere ganzen Truppen sind. 45, 42... Müssen wir rüberfahren. 41. Ich lasse mal noch stehen. Welcher war das jetzt? Hat der hier. Okay, die meisten stehen eh schon unten.
Schade, ich kann nicht noch mehr. Aber das werden wir in der Folge jetzt sowieso nicht mehr machen, Portugal. Wir müssen erst die ganzen Unruhen und so aussitzen. Das bringt uns sonst nichts. Außer wir haben natürlich... Okay, Dortmund revolutionär. Mhm, interessant. Die Großbritannien, Spanien machen wir auch mit. Ich wollte gerade sagen, außer wir haben natürlich jetzt irgend so einen Mega-Dusel. Oh, jetzt wollen die 1000 Dukaten von mir haben. Scheiße. Scheiße. Oh, Krim hat wenig Soldaten. Wahrscheinlich einen Haufen Schulden, oder? 500. Hm. Moment. Moment. Feiert für 3 Tage und ladet alle ein. Kostet uns 3000 Dukaten, aber uns würden ganz viele mögen. 700 Dukaten. Komm, wir gehen einfach nur Legalismus. Wir haben genügend Schulden. Ich will jetzt nicht noch mehr Schulden haben. Österreich ist Kaiser. So, was haben wir denn noch? Einmal noch 52. Spanien hat sich einer Koalition gegen uns angeschlossen. Aha. Okay, kümmert sich hier hoffentlich Indien selber drum. Ja, bewegt sich schon. Spanien hat sich plötzlich einer Koalition gegen mich angeschlossen. Hier Portugal, Khmer. Gehen wir mal rein in den Krieg hier. Aha. Plötzlich kommt da irgend so eine Koalition raus. Interessant. Wie viel Geld machen wir denn gerade? 6 Dukaten nur, was? In der Korruption. Können wir gegen die Korruption was machen? Können wir. Können wir. 9 Dukaten. Hä? Warum stehen da jetzt immer noch 60 wegen Korruption bekämpft? Wir haben doch gar keine Korruption mehr. Doch, die erhöht sich langsam. Scheiße, das ist nicht gut. Erhöhen darf sie sich nicht. Erhöhen darf sie sich nicht. Da haben wir Disziplin, den nehmen wir mal mit. Wir lassen uns auch mal bei einem Zweierberater dabei. So. Was haben wir hier? Erobert Niederhessen. Donauwörth, Nürnberg, ja. Interessiert mich halt gar nicht. Wie schaut es denn hier aus? Alle lieben uns. Und wie schaut es da aus? 9 von 8. Tag zum Feiern. Gut. Ich würde sagen, machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus. Vielleicht auch auf den Knopf noch drücken. Servus.